Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorlesungsreihe Biologie Schwerpunkt Holzpflanzen. Allgemeine Biologie Schwerpunkt Holzpflanzen. Ich glaube, das ist ein besserer Titel. Der Titel, den muss ich mir noch, der steht dann irgendwo, wenn er dann gänzlich fertig ist. Und zwar habe ich jetzt anders als bei meinen bisherigen Videos erstens mal den Bendalstab in der Hand. Den habe ich schon mal irgendwann verwendet. Der liegt da, der ist dafür da, dass es ein völlig übertrieben großer Zeigestock ist, um auf irgendwelche Dinge auf irgendwelchen Tafeln zu zeigen. Ist eine Tradition, dass meine guten Profs, die hatten alle einen übertrieben riesigen, total unpassenden und unprofessionell aussehenden Zeigestock in ihren Vorlesungen. Ich finde das eine tolle Tradition und möchte demzufolge so quasi als kleine Ehrerbietung an meine Professoren auch einen völlig unpassenden Zeigestock verwenden, wenn ich auf irgendwas zeigen möchte. Also das vielleicht nur kurz zur Erklärung, wozu jetzt dieser Stab da ist. Außerdem fühle ich mich mit dem erheblich schlauer, denn es ist schließlich der Bendalf-Stab. Geschichte zu dem Ding irgendwann mal vielleicht. So, wir beschäftigen uns jetzt mit Zytologie. Jetzt hoffe ich, das kann man lesen auf der Zoom-Stufe. Ich befürchte aber nicht. Ich gehe auch gleich aus dem Bild und werde dann das Ganze ein bisschen näher ranzoomen, damit man das dann besser erkennen kann. Und dann klappt das mit der Kameraarbeit schon besser. Dann bin zwar ich nicht mehr so sehr zu sehen. Zwischendrin stelle ich mich dann auch wieder vor die Kamera. Das werden wir jetzt alles sehen. Gebt mir ein ganz kleines bisschen Zeit, mich da ein bisschen einzuspielen. Die ersten Episoden sind zwar fachlich genauso richtig wie die späteren. Da würde ich jetzt schon meinen Hut für ins Feuer halten. Der ist eh nicht brennbar. Aber ich brauche noch ein kleines bisschen, bis ich mich auch einfach daran gewöhnt habe, dass ich jetzt vor einer Präsentationsfläche rumschleichen muss und nicht einfach nur irgendwo rumhocke und ungestört vor mich hin labern kann, sondern hier auch mal ein bisschen was zeigen und so weiter und so fort. Also das wird sicherlich noch professioneller. Allzu professionell wird es nie werden, weil es soll immer noch eine gemütliche Plauderveranstaltung sein. Kein super hochakademisches Halb-Vollzeitstudium. Das auf keinen Fall. Ich möchte nochmal betonen, das ist wichtig, ich kann euch hier immer nur die Sicht der Dinge, wie ich sie sehe, beschreiben. Dazu ganz kurz ein bisschen Erkenntnistheorie. Es gibt die Realität, die ist irgendwo hier. Dann gibt es die Wahrnehmung der Realität, die wir so haben. Und darauf gibt es noch eine gewisse subjektive Komponente von jedem Einzelnen von uns. Das Einzige, was ich euch also quasi erzählen kann, ist das hier. Ich kenne nämlich die Wahrheit, wie man sie überhaupt wahrnehmen kann als Mensch, nicht. Ich kenne nur die subjektive Komponente, die ich mir hier draus quasi rausgepickt habe. Und mehr als das kann ich auch nicht erzählen. Es könnte also durchaus sein, dass es hier und da mal zu kleineren Abweichungen zwischen der Meinung von irgendwem anders, der das hier erzählen würde, und mir eben kommt. Sollte also sich tatsächlich zum Beispiel ein entsprechender Student ähnlicher Wissensgebiete wie denen, die ich hier ansprechen werde, unter der Zuschauerschaft befinden und der entdeckt Sachen, die bei ihm anders erklärt werden, dann kann das natürlich sein, dass ich Schwachsinn erzähle, theoretisch. Praktisch könnte es sein, dass der entsprechende Prof da Blödsinn erzählt und der Ben es besser weiß. Wäre auch, ja, es gibt schon Profs auf diesem Planeten. Das ist ähnlich wie mit dem Führerschein, ne? Den kann man auch im Lotto gewinnen, so ähnlich wie Professortitel. Das gibt es, das gibt es. Ich hatte das Glück, immer gute Professoren zu haben, aber ja. Ich will darauf hinaus. Es ist sicherlich immer, was ich erzähle, eine mögliche Erklärung oder eine mögliche Herangehensweise. Es ist aber nicht die einzig richtige und nicht die einzig mögliche. Also das im Hinterkopf behalten und jetzt rennt nicht in der Welt rum und sagt, der Ben hat aber gesagt, so ist es und so muss es dann auch sein. Sondern es gibt immer mehrere Seiten einer mindestens 12-eckigen Medaille oder 12-seitigen, 14-seitigen, ach was weiß ich wie viele. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu betrachten. Und ich habe es ja schon mal in der Haupteinführung gesagt, Biologie ist die Wissenschaft von der Ausnahme. Nichts, also im Zellbereich schon noch einiges, einigermaßen, aber spätestens, wenn wir dann in die höheren tropischen Ebenen zu einem Baum zum Beispiel kommen,
da ist ganz wichtig, dass man sich immer so ein bisschen ins Gedächtnis ruft. Meistens stimmt das, was die Biologie bisher so rausgefunden hat. Es gibt aber auch immer noch Ausnahmen. Im Einzelfall kann immer alles ganz anders ablaufen und es kann immer Ausnahmen geben. Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Ist ja auch natürlich, weil die Evolution ja immer wieder neue Herangehensweisen ausprobiert, was die Evolution eigentlich genau ist und wie die im Laufe der Jahrmillionen, Jahrmilliarden bisher so gearbeitet hat. Das kauen wir nochmal woanders durch, werden wir auch noch alles besprechen. Also wir werden alles besprechen, was man überhaupt nur besprechen kann. Ihr werdet noch kotzen und damit legen wir los. Und zwar werden wir uns jetzt für den Beginn erstmal ein bisschen mit der Zytologie auseinandersetzen. Ich bitte übrigens meine großartige Handschrift, insbesondere auf großen Plakaten, etwas zu entschuldigen. Ich arbeite dran, wird vielleicht noch besser. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach damit leben. Zytologie ist die Wissenschaft vom Bau der Zelle, beziehungsweise von der Funktion der Zelle und der Zellen. Wir unterscheiden im Wesentlichen einfache und komplexere Zellen, die werden Pro- und Eukaryoten genannt und dazu kommen wir jetzt gleich. So, was hier jetzt fehlt in der Gliederung ist der Punkt 0. Den habe ich nämlich leider damals vergessen aufzuschreiben, weil ich ursprünglich gedacht habe, ach was, den lassen wir weg, das gehört ins Reich der Religion. Es geht nämlich um den Ursprung des Lebens und wie sich die erste Urzelle überhaupt gebildet hat. Tatsächlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass das durchaus schon zum gewissen Teil ins Reich der Religion gehört, das ist nämlich Glaube. Es gibt da so wenig Fakten dazu, dass da eigentlich fast jeder glauben kann, was er möchte. Und Glaube ist bekanntlich nicht Wissenschaft, sondern Religion. Werden wir aber trotzdem jetzt gleich nochmal ein bisschen anquaken, auch wenn es jetzt hier nicht als Nummer 0 auf dem Plakat steht. Danach widmen wir uns jetzt erstmal der ganz einfachen Zytologie und damit auch der einfachsten Zelle, die möglich ist, nämlich ein Bakterium. Bakterien haben alle gemeinsam, dass sie Prokaryonten sind. Es gibt auch noch Prokaryonten, die keine Bakterien sind. Aber das ist auch schon wieder so ein kleines futzeliges Detail, das muss kein Mensch wissen, das hilft niemandem weiter. Ein Beispiel wären die Archaeen, das sind tatsächlich die allerältesten einzelligen Organismen, die wahrscheinlich dem Urorganismus, den wir gleich ansprechen werden, relativ nahe gekommen sind. Aber die gibt es auch heute noch. Interessanterweise ist das so ziemlich das älteste, mit Abstand der älteste Organismus und die älteste Organismengruppe des Planeten, die Archaeen, sind älter als die Bakterien, sind älter als alles und es gibt sie noch heute. Die sind von daher also wirklich sehr beeindruckend und zu allem Überfluss leben sie dann auch noch an Orten, an denen wirklich jede andere Form von Leben absolut unvorstellbar ist, nämlich zum Beispiel in irgendwelchen unterseeischen Vulkankratern, wo Temperaturen weit über 60 Grad, die normalerweise kein anderer Organismus langfristig durchhält, herrschen. Also schon sehr faszinierend, die Dinger. Und das war es auch schon, was ich zu denen an dieser Stelle sagen wollte. Deshalb habe ich es auch hier gesagt. Danach beschäftigen wir uns, wenn wir den Aufbau von Bakterien durchgekaut haben, mit der DNA. Ihr werdet sie größtenteils als DNA kennen und öfter als DNA gehört haben als DNS. DNS ist schlicht und ergreifend der deutsche Begriff und wir versuchen hier jetzt einfach mal Anglizismen zu vermeiden. Denn das Ding heißt in Englisch Didesoxyribonukleinexit, also Säure. Die ganzen anderen Begriffe sind quasi international. Man kann die natürlich auch noch mit englischem Slang aussprechen, aber dann ändert sich nichts dran, dass das Teil dann wiederum auf Deutsch Didesoxyribonukleinsäure heißt. Es gibt interessanterweise auch noch die nur Ribonukleinsäure ohne das Didesoxy. Und damit wäre das dann die RNA, also Ribonukleinexit oder RNS, den Begriff benutzte aber keiner, Ribonukleinsäure. Ich habe jetzt halt mal DNS hingeschrieben, das erste, was ihr euch an dieser Stelle merken könnt, DNA, DNS, scheißegal, beides dasselbe. Transkription und Translation sind ganz wesentliche Prozesse, die überhaupt dazu führen, dass Organismen funktionieren, wie sie funktionieren. Das ist nämlich einmal das Ablesen der DNA. Die DNA ist, abgesehen davon, dass sie jetzt da auf der Tafel steht, der Bauplan einer jeden Zelle und die Summe der DNA sämtlicher Zellen ist quasi der Bauplan des ganzen Organismus. Das gilt für den Elefant und für das Bakterium.
Und Transkription ist der Vorgang, wie dieser Bauplan abgelesen wird, dass quasi das, was da draufsteht, und der Funktionsplan, also nicht nur Bau, sondern auch Funktion, das, was da draufsteht, wird abgelesen in Form der Transkription und in der Translation wird das Ganze dann umgesetzt in irgendeinen Botenstoff zum Beispiel, der dann zu irgendwas anderem führt, was dazu führt, dass der entsprechende Organismus am Ende das macht, was er gerade tun möchte. Beispielsweise Hormone produzieren, die dann wiederum dazu führen, dass wir irgendein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Letztendlich passiert das genau dadurch, dass eine Transkription und eine Translation in unseren Zellen abgelaufen ist. Wenn man es also wirklich auf den kleinsten Nenner runterbrechen will. Das machen alle Organismen gleich. Alle haben Transkription, alle haben Translation, auch die Bakterien. Bei denen ist es noch einfacher als bei uns. Und deswegen werden wir es auch auf Bakterienebene erstmal erklären. Und dann sehen wir weiter. Und dritter Punkt, das wird schon eine ganze Weile dauern, bis wir da angekommen sind. Die Eukelle, Eukaryonten. Prokaryonten, Bakterien, Eukaryonten, die fortgeschrittenen, erweiterten Zellen, das sind die Zellen sämtlicher Tiere, Pflanzen und Pilze. Die haben alle Eukaryontenzellen. Also es gibt jeweils auch die einzellige Version der komplexen Variante, aber auch dann sind es Eukaryonten. Kommen wir auch noch genauer entsprechend darauf zurück. Nächstes Kapitel wird dann der Unterschied, und das ist wichtig, weil wir uns ja in dem Botanikbereich spezialisieren wollen, von Tier- und Pflanzenzellen sein. Es ist eigentlich darauf hinunterzubrechen, dass eine Tierzelle die einfachere Zelle ist. Pflanzenzellen haben einen Haufen wichtigen Kram, den Tierzellen nicht haben. Den haben die alle nicht und brauchen ihn auch nicht, weil ein Tier vergleichsweise ein simples Leben führt und sämtliche Sachen, die es so zum Leben braucht, dadurch gewinnt, dass es andere Sachen frisst. Während eine Pflanze die anderen Sachen jeweils selber herstellen muss und kann niemanden fressen. Deshalb ist eine Pflanze eigentlich ein bisschen beschissener dran, die hat erheblich mehr Arbeit, den ganzen Kram herzustellen und dann wird sie auch noch gefressen. Das Leben als Pflanze ist also wahrscheinlich nicht so schön jetzt so auf den ersten Blick, hat aber einen ganzen Haufen sehr interessanter Vorteile, auf die wir dann genau zu sprechen kommen werden. Und das Schöne ist, die sieht man auch schon auf zellulärer Ebene. Dann werden wir uns der elendigen Zellatmung, der Schrecken einer von so manchen Bio-Klausuren in der Schule, vermute ich. Ich habe ja so gesehen nie Bio in der Schule gehabt. Die Zellatmung, stark vereinfacht. Ganz stark vereinfacht, ist trotzdem wichtig, weil man letztendlich darauf hinaus muss, dass ursprünglich es ja keine Sauerstoffatmosphäre gab. Die Erfindung der Sauerstoffatmosphäre ist eigentlich ein Nebenprodukt der Erfindung der Photosynthese, die als Abfallprodukt nämlich Sauerstoff ausgespuckt hat und der musste ja irgendwo hin. Und deswegen haben wir jetzt eine Sauerstoffatmosphäre. Und erst als die dann so im höheren Umfeld vorhanden war, hat man dann herausgefunden, okay, wenn es jetzt schon eine Sauerstoffatmosphäre gibt, dann kann man ja auch Zellatmung, Atmung basiert immer auf Sauerstoff, dazu erfinden. Zellatmung ist deshalb wichtig, weil jede Zelle muss Zellatmung betreiben. Gibt verschiedene, also es gibt auch noch Alternativen zur Atmung, für die Sauerstoff vorhanden ist, was dann die ganz primitiven Zellen, insbesondere die Prokaryonten, unter Umständen nicht machen müssen. Aber ja, dazu kommen wir dann entsprechend an der jeweiligen Stelle. Und ebenfalls sehr stark vereinfacht werden wir dann noch ganz kurz die Zellteilung ansprechen. Mir persönlich geht es auf den Keks, wie sehr das in Schule und Studium durchgekaut wird. Mitose und Meiose und dass man dann die Anaphase und die Telophase und die Metaphase und die Prophase und wie die allen Phasen dann alle heißen, dass man den Scheiß wirklich auswendig lernen muss. Das ist vollkommen unwichtig für das weitere Verständnis der größeren Zusammenhänge im Ökosystem. Man muss nur wissen, Zellen können Zellteilung und ganz grob, wie das abläuft, dass es nämlich die sexuelle Version und die nicht sexuelle Version gibt. Und das war's dann auch. Mehr muss man da wirklich nicht wissen. Ich verstehe nicht, warum das in der Schule so intensiv durchgekaut wird. Und damit am Schluss dann noch was Spannendes kommt, das finde ich nämlich wirklich ein sehr faszinierendes Thema und das glaube ich, kann ich auch einigermaßen spannend aufarbeiten, ist die Endosymbiontentheorie. Und zu der möchte ich an dieser Stelle auch noch überhaupt nichts sagen. Da werden wir uns dann damit beschäftigen, wenn es soweit ist.
Und jetzt widmen wir uns erstmal der Entstehung des Lebens. Oh, großes Thema, großes Thema. So, und damit widmen wir uns mal der Entstehung des Lebens. Das hat ungefähr irgendwo, irgendwann im Archaikum stattgefunden. Dazu muss man vielleicht kurz sagen, das erste Erdzeitalter, das Präkambium, vor der kambialen Explosion, in der sich quasi sämtliches, na sagen wir mal, die erste Vielfalt an Lebewesen entwickelt hat, da davor Präkambium, das Kambrium heißt das Ganze. Entschuldigung, das vergesse ich jedes Mal. Kambium ist diese Wachstumsschicht vom Baum. Kambrium ist das Erdzeitalter. Und das Präkambrium ist das Ding davor. Und das ist auch das erste Erdzeitalter. Da fällt die Erdurzeit drunter. Und das ist quasi die Zeit, in der die Erde überhaupt entstanden ist und begonnen hat langsam abzukühlen. Entstanden ist das Ganze ja als rotglühender Feuerball, kann man sich das ungefähr vorstellen. Da hat tatsächlich überhaupt nichts gelebt. Als das Ganze dann aber mal abgekühlt war und es einen interessanten Faktor gegeben hat, der da eine Rolle gespielt hat bei der Entstehung des Lebens. Vielleicht, das ist alles Glaube, ja, das ist Religion. Kein Mensch kann das beweisen, was ich hier jetzt erzähle. Das ist die einzig halbwegs sinnmachende Vermutung. Ob die stimmt, wissen wir hinten und vorne nicht. Den wesentlichen Faktor, der zur Entstehung des Lebens geführt haben könnte, deshalb steht hier auch Frankensteins Urmonster, habe ich hier so schön hingeschrieben, ist nämlich tatsächlich Gewitter, Strom. Der Ansatz von Mary Shelley, die, glaube ich, den Frankenstein geschrieben hat, ist nämlich gar nicht mal so unverkehrt. Man kann nämlich theoretisch, soweit wir das einigermaßen vermuten, wirklich mit Strom Leben erschaffen. Aber vielleicht, ne? Denn es ist so, dass 1952 ein gewisser Stanley Miller einen interessanten Versuch durchgeführt hat. Der hat nämlich einen Glaskolben genommen, hat in diesen Glaskolben was reingefüllt, was so ungefähr der Zusammensetzung der Uratmosphäre vor 3 Milliarden Jahren entsprechen könnte, nämlich Methan, also CH4, Ammoniak, CH3, oder was, CO3, ich gucke kurz nach. Und da war ein Schnitt, weil der Ben kurz nachlesen musste, wann genau das gewesen ist. 1952 hat der gute Stanley Miller einen Glaskolben gefüllt mit dem Gasgemisch, was vielleicht zur Entstehung des Lebens in der Atmosphäre unter anderem vorgeherrscht haben könnte. Was auf jeden Fall drin war, das wissen wir, ist Methan, Ammoniak, und Wasser, in Form von Wasserdampf. Das war auf jeden Fall in der Atmosphäre vorhanden und das hat er eben in einen entsprechenden Glaskolben gefüllt. Kurz die chemischen Symbole für diejenigen, die das interessiert. Methan ist CH4, also ein C-Atom mit 4 Wasserstoffen außenrum. Dann ist Ammoniak NH3, also ein Stickstoffatom mit 3 Wasserstoffen zwischenrum. Und Wasser, das sollte bekannt sein, H2O. Jedenfalls, das hat er in einen Kolben gefüllt und dann hat er das simuliert, was man eben vermutet, was die entsprechende Energie aufgebracht hat, um erste Biomoleküle zu synthetisieren, nämlich Blitze. Er hat also starke elektrische Funken in diesem Glaskolben ausgelöst und hat dann hinterher geguckt, was habe ich denn jetzt für chemische Verbindungen plötzlich in meinem Glaskolben, die da vorher eventuell nicht drin waren. Und tatsächlich hat er da unter anderem Alanin, eine der 4 Aminosäuren, ja der 4 Basen, die die DNA bilden, gefunden. Also, wie gesagt, einen der 4 elementaren Bestandteile der DNA. Das bedeutet jetzt erstmal gar nichts. Ist aber ein schönes Indiz dafür, dass wenn man in der Uratmosphäre entsprechende Gewitter mit entsprechenden Blitzen gehabt haben wird, das können wir uns ziemlich sicher sein, dass das der Fall war, dann wird sich da vielleicht in der Uratmosphäre auch entsprechend bei entsprechend vielen Blitzen und einem entsprechend langen Zeitraum, den es ja gegeben hat, möglicherweise durch diese Blitze aus der Uratmosphäre tatsächlich auch ähnliches Zeug wie Alanin gebildet haben.
wenn man der Zeitraum lang genug ist und der winzig kleine Wahrscheinlichkeitsfaktor über einen entsprechend langen Zeitraum genommen wird, dass sich sämtliche Bausteine des Lebens, allein die Bausteine, aus denen eine lebendige Zelle besteht, dazu kommen wir gleich noch, durch Gewitter in der Uratmosphäre gebildet haben, dann ist das zumindest nicht völlig abwegig, sage ich jetzt mal. Und deswegen die Frankensteins Urmonster-Geschichte hier, weil halt eben der Ansatz, dass durch Elektrizität Leben entstehen kann, vielleicht ja durchaus gar nicht so falsch ist. Vielleicht. So, denn was sich da gebildet haben muss, muss auf jeden Fall eine erste Form von Bakterium gewesen sein. Also eine erste wahnsinnig einfache Zelle. Was anderes ist kein Leben. Jedes Leben basiert darauf, dass es eine Zelle darstellt. Jedenfalls haben wir noch keinen anderen Organismus, der einen Stoffwechsel aufweist, gefunden, der nicht auf Zellebene existiert. Deshalb geht man auch davon aus, der erste Organismus muss sowas gewesen sein. Und zwar braucht jetzt eine Zelle, ein Organismus, ein Lebewesen drei minimale Voraussetzungen. Das sind die absoluten Mindestvoraussetzungen an ein Lebewesen, die daraus bestehen, dass sie einmal muss es eine Abgrenzung geben des Lebewesens zu seiner Umwelt. Zweitens muss sich das Lebewesen von der Umwelt emanzipieren. Und drittens muss das Lebewesen in der Lage sein, seinen Grad an Organisation zu speichern und weitergeben zu können, also quasi Fortpflanzung zu betreiben. Dafür ist das Speichern notwendig, um die Fortpflanzung möglich zu machen. Fortpflanzung ist ein ganz elementarer Prozess. Es konnte sich nur dadurch jedes erdenkliche Lebewesen, das wir heute kennen, aus dieser Urzelle entwickeln, dass die sich irgendwie fortgepflanzt hat. Sonst wäre eine Weiterentwicklung nicht vorstellbar gewesen. Deshalb ist das ein ganz elementarer Punkt. So, jetzt könnt ihr vielleicht schon sehen, man kann einigermaßen die Abgrenzung erklären. Deshalb da habe ich was hingemalt. Man kann einigermaßen die Emanzipation erklären. Da habe ich auch was hingemalt. Was ich aber wirklich nicht auf die Reihe kriege und auch noch keine wirklich richtig plausible Erklärung irgendwo nachgelesen habe, die für mich persönlich sagt, wo ich sagen würde, ja, klingt plausibel, ist die Entstehung der Speicherung und Weitergabe. Wie das funktioniert haben soll, ist für mich nach wie vor reine Religion. Da kann man Dinge glauben, man kann aber überhaupt nichts beweisen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass rein durch Zufall eine funktionsfähige, einfache Form der DNA durch Blitzeinschläge aus dem Nichts mehr oder weniger entstanden ist, das ist so unglaublich unwahrscheinlich. Da ist es genauso wahrscheinlich, dass tatsächlich ein Gott, beliebige Art und Weise, das Leben irgendwie mit Puff erschaffen hat. Das ist für mich wirklich genauso plausibel wie diese total abgespaceden, in Anführungszeichen, Ansätze, das Ganze wissenschaftlich erklären zu wollen. Vielleicht finde ich einfach einen wichtigen Punkt, dass man, wenn man als Wissenschaftler, mit einem gewissen Schwerpunkt in Richtung Biologie, irgendwo religiös sein möchte, dann finde ich, ist das der Punkt. Weil ein Lebewesen muss ja erstmal leben. Diesen abstrakten Begriff Leben aufweisen, um sich vermehren zu können. Ab dem Punkt, wo das Leben stattfindet, dieses ominöse, wirklich dieses abstrakte Ding, das man als Leben bezeichnet, das ist eher philosophisch als wissenschaftlich. Was ist überhaupt Leben? Es gibt einen Stoffwechsel, ja gut, aber wo kommt der her? Wieso läuft der plötzlich an? Und dafür gibt es halt keine wissenschaftlich, für mich, plausible Erklärung. Da kann man jetzt, wenn man irgendwo religiös sein möchte, an dieser Stelle sein. Dass da tatsächlich irgendeine höhere Macht plötzlich Puff gemacht hat von mir aus und dann gab es da plötzlich Leben. Vielleicht. Das ist genauso Glaube wie die völlig abstrakten Theorien, die zu diesem Bereich gehören. Und
solange, na, es war ja schon immer so in der Menschheitsgeschichte, wenn sich der Mensch was nicht erklären konnte, dann kam an dieser Stelle die Religion ins Spiel und hat gesagt, das war Gott oder die Götter oder je nachdem, was da halt gerade aktuell war in der jeweiligen Kultur. Und ich finde, das ist wirklich einfach ein Ansatz, über den man mal ein bisschen nachdenken kann an dieser Stelle. Gut, aber gehen wir im Detail durch. Wir brauchen, wie gesagt, eine Abgrenzung. Was haben wir denn, bevor sich jetzt unser erstes Leben gebildet hat? Bestenfalls, optimale Bedingungen ist, wir haben eine Wasserpfütze. Weil Bakterien sind alle darauf angewiesen, dass sie sich in einem feuchten Wassermilieu aufhalten. Das sind alle Schwimmtiere, wenn man so möchte. Und jetzt muss sich unser Bakterium als allererstes abgrenzen von seiner Umwelt. Heißt, der Bakterienkörper muss ein anderer Körper sein, der Lebewesenkörper, sage ich es eher so, weil Bakterium war das streng genommen noch nicht, als seine wässrige Umwelt. Und dafür braucht man eine Hülle. Und besagte Hülle heißt in der Biologie eine Membran. Und tatsächlich ist es so, dass sich bisher nur die eine Form von Membran durchgesetzt hat, nämlich die Lipid-Doppelmembran, da hinten steht es. Ich wollte es sicherheitshalber nochmal nachlesen, dass ich es auch nochmal genau so sage. Was ist ein Lipid? Habe ich hier mal aufgemalt, ganz schematisch. Das hier ist so wirklich das simpelste Schema, das kann man sich vielleicht sogar mal ein kleines bisschen merken, für den Aufbau einer Biomembran. Jede Biomembran besteht aus einer Lipid-Doppelschicht. Und zwar ist ein Lipid, da kann man sich jetzt so ein einzelnes kleines blaues Kringelchen, so einen Kopf hier rausgucken. Ich hoffe, man kann das sehen in der Vergrößerung, müsste aber eigentlich klappen. Und daran hängt ein Schwanz, das sind diese roten Linien. Also ein Köpfchen mit einem Schwänzchen, das ist ein Lipid. Und zwar, wichtig ist, der Kopf ist wasserlöslich, hydrophil. Chemischer Fachbegriff, der an der Stelle echt wichtig ist. Hydrophil bedeutet erstens wasserlöslich und bedeutet gleichzeitig, das habe ich hier auch hingeschrieben, lipophob. Also nicht fettlöslich. Eine Substanz kann gerade in der Biochemie entweder fettlöslich oder wasserlöslich sein. Wenn sie wasserlöslich ist, hydrophil, dann ist sie automatisch nicht fettlöslich. Wenn sie fettlöslich ist, also lipophil, dann ist sie automatisch hydrowasserphob. Und ein Lipid verbindet jetzt beide Eigenschaften miteinander. Das hat nämlich eine Seite, die ist wasserlöslich, die blauen Kringel, nach außen gerichtet. Und es hat eine Seite, die ist fettlöslich, also lipophil. Und das sind diese roten Schwänzchen, die da entsprechend dranhängen. Ich zoome das jetzt einmal nochmal kurz näher hin, damit man sich das nochmal genauer angucken kann. Wenn ich das schon so hässlich aufgemalt habe, ignoriert mal dieses Ding auf der anderen Seite. Das ist nicht so wichtig. Das ist der simpelste Aufbau, den man sich vorstellen kann, einer Doppelbiomembran. Wir haben also hier oben eine Schicht Lipide, die Schwänzchen nach unten gerichtet hat. Und hier unten haben wir eine Schicht Lipide, die ihre wasserlöslichen Köpfe nach unten ausgerichtet hat und ihre Schwänzchen, ihre fettlöslichen, wasserabweisenden Schwänzchen nach oben. So, jetzt ist das Schöne, dass sich sowohl die Köpfe untereinander miteinander verbinden können chemisch, es auch die Schwänze miteinander verbinden können chemisch. Weil, da gibt es diesen einfachen Spruch, den man vielleicht aus der Schulchemie schon mal gehört hat, Gleiches löst sich im Gleichen. Also Fett löst sich in Fett, Wasser löst sich in Wasser. Oder Wasserlösliches löst sich halt in Wasser. Fettlösliches in Fett. Und also das ist alles stark vereinfacht, der Chemismus und so weiter. Also das kann man noch deutlich komplexer natürlich lernen und erklären. Aber für unsere Zwecke reicht es erstmal so. Und damit haben wir also hier eine Kombination aus einer wasserlöslichen Außenhülle mit einer fettlöslichen Innenhülle sozusagen. Heißt, Außenwasser innerhalb der Membran ebenfalls eine wässrige Lösung. Wenn wir jetzt dieses Ding wirklich als komplett geschlossene Membran uns vorstellen, die um ein Bakterium, also die quasi die Hülle unseres abgeschlossenen Raums darstellt, der ein Bakterium werden soll, der ein Lebewesen werden soll, ist es ja jetzt noch nicht, dann haben wir einfach wässriges Milieu außen, wässriges Milieu innen und es kann jetzt aber, und das ist wichtig, ein Transport stattfinden von Substanzen, die fettlöslich, also lipophil sind, durch diese Membran stattfinden.
Weil der Großteil der Membran, das Innenleben der Membran, lässt kein Wasser durch. Das geht nicht, weil das hier ist ja nicht wasserlöslich, sondern nur fettlöslich. Wasser kommt da nicht durch. Fett hingegen schon. Einzelne Fetttröpfchen können also durch unsere Membran hindurch wandern. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Denn hätten wir eine Membran, die nicht wie so eine Doppelmembran mit der Option fettlösliche Sachen durchzulassen aufgebaut wäre, dann hätten wir zwar eine Abgrenzung von der Umwelt unseres Dingens, das ein Organismus werden soll, aber der könnte mit seiner Umwelt gar nicht agieren ist das Wort, das ich gesucht habe. Entschuldigung. Er wäre also von der Umwelt völlig isoliert und das würde nicht funktionieren. Denn ganz wesentlich ist, sämtliche Organismen, das ist auch wieder vielleicht so ein ganz, ganz wichtiges Erkenntnis, das man sich am Anfang vielleicht gleich mal merken sollte, jeder Organismus und auch das Ökosystem, auch Teilbereiche des Ökosystems, alles in der Natur mehr oder weniger, sind offene Systeme in einem Fließgleichgewicht. Ganz wichtig, offene Systeme, Fließgleichgewicht. Diese beiden Sachen, das ist wirklich was, was man sich merken sollte, da kommen wir noch 17 Millionen Mal drauf, zieht sich durch die gesamte Natur. Überall herrscht dieses Prinzip vor, offenes System mit Fließgleichgewicht. Und auch hier muss es ein offenes System sein, das heißt, diese Membran muss in irgendeiner Form durchgängig sein, wäre sie geschlossen, wäre es kein offenes System. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit dem Fließgleichgewicht. Denn, das ist der zweite Punkt, die Emanzipation, die da hat stattfinden müssen. Und zwar haben wir jetzt hier wieder unsere Membran. Also dieses Ding hier, das ist jetzt quasi unsere Vorstufe zu einem Bakterium. Der schwarze Krängel ist die Doppelmembran, die Lipid-Doppelmembran, die wir oben gezeigt haben. Man kann sie ja hier noch andeutungsweise sehen. So, jetzt haben wir also durch die Membran eine Abgrenzung von der Umwelt. Was wir noch nicht haben, ist die Emanzipation von der Umwelt. Und die habe ich jetzt versucht so darzustellen, dass man das hoffentlich einigermaßen erkennen kann. Wir haben hier in der Umwelt einen Haufen rote Punkte, also viele rote. Das ist Stoff A. Nennen wir ihn einfach mal, ist völlig egal, was das ist. Es ist einfach Stoff A und davon ist viel in der Umwelt vorhanden. So. Im Inneren unserer, dem Ding, was ein Organismus werden soll, befindet sich viel Blau. Das ist Stoff B. Also viel von Stoff B. Ne? Außen haben wir nur ganz einzelne blaue Punkte, wenig von Stoff B. Und wie ist jetzt das zustande gekommen? Wir haben hier nämlich einen grünen Krängel. Und besagter grüner Krängel ist ein Katalysator, ein Biokatalysator. Was macht der? Das ist schon ein sehr spezielles, großes Molekül, also ein Makromolekül, wirklich schon ein sehr komplexes Teil, das, davon geht man aus, rein durch Zufall entstanden ist, wieder die Blitz- und Donner-Geschichte, ne, wo sich das Ganze zufallstechnisch zusammengebaut hat zu eben diesem Katalysator. Und jetzt rein durch Zufall hat bei der durch Zufall zusammengebauten Membran, das ist nämlich auch wieder so, die ist auch durch Zufall entstanden. All diese Lipide haben sich durch Zufall im Blitz und Donner gebildet und haben sich rein durch Zufall aneinander angelagert, weil sie halt gerade in die gleiche Pfütze rumgeschwommen sind und sich dann wirklich so zusammengepackt haben, dass diese Hülle entstanden ist. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, ich möchte es nochmal wiederholen, ist unglaublich gering, aber über einen saumäßig langen Zeitraum und jede Menge Pfützen auf dem Planeten, wer weiß. Wer weiß, also das ist vielleicht ja noch vorstellbar. So, und jetzt kommt zu dieser unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit, die noch unglaublich geringere Wahrscheinlichkeit, dass sich A, ein Katalysator gebildet hat und B, der Katalysator auch noch zufällig gerade in dem Moment da war, im Inneren der Zelle, als sich die Membran geschlossen hat. Also es ist unglaublich unwahrscheinlich. Ne? Aber jedenfalls, was macht jetzt so ein Katalysator? Der sorgt dafür, dass im Inneren der Zelle durch sein Vorhandensein rote Punkte einfacher chemisch umgewandelt werden können. Also der verringert die Energie, die notwendig ist, oder er wandelt die roten Punkte von alleine um in blaue Punkte. Das macht er jetzt einfach mal. Gehen wir jetzt mal davon aus.
Das ist schon wieder total abstrakt, dass der das einfach so tut und rein durch Zufall entstanden ist und dann diese Aufgabe einfach so übernimmt. Erstmal völlig abstrakt, aber gehen wir jetzt einfach mal so davon aus, dass das wirklich durch Zufall entstanden ist, dieses System. Deswegen hat sich im Inneren der Zelle, in der ursprünglich mal mehr rote Punkte vorhanden waren, inzwischen ein Überschuss an blauen Punkten angesammelt, weil ja die roten Punkte vom Katalysator umgesetzt werden. Das heißt, hier haben wir jetzt die Emanzipation von der Außenwelt. Innerhalb der Zelle passiert was anderes als außen. Hätten wir nur die Membran und die wäre durchlässig, dann hätten wir ja in der Zelle genau die gleiche Suppe wie außerhalb. Das wäre dann, würde nichts bringen, würde kein Leben entstehen, würde gar nichts passieren. Außer, dass da halt so eine leere Hülle rumschwimmt, beziehungsweise eine durchlässige Hülle mit dem gleichen drin wie draußen. Dadurch, dass aber innen andere Prozesse ablaufen als außen, das ist eben diese besagte Emanzipation von der Außenwelt. Und jetzt haben wir an dieser Stelle noch eine zweite wesentliche Funktion, die in der Biochemie und für das Verständnis der Lebewesen ganz, 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 ganz wichtig ist, nämlich die Diffusion durch Zellwände. Eine Zellwand ist ja, wie gesagt, in der Lage, bestimmte Objekte durchzulassen. Und zwar immer in die Richtung von der größeren Konzentration dahin, wo die geringere Konzentration herrscht. Deshalb habe ich hier jetzt einen roten Pfeil. Draußen sind viele rote Punkte. Und weil die in einer hohen Konzentration da sind, draußen streben sie dazu, dahin zu gehen, wo eine geringere Konzentration von roten Punkten ist, nämlich innen. Weil da werden die roten Punkte ja verbraucht und in blaue Punkte umgesetzt, weil ja der Katalysator drin ist. So, dadurch, dass innen drin rote Punkte in blaue Punkte umgewandelt werden, entsteht innen drin ein Ungleichgewicht, nämlich viele blaue Punkte, wenig rote. Das heißt, die blauen Punkte neigen dazu, nach außen zu diffundieren, weil draußen wenig blaue Punkte vorhanden sind. Drinnen also Blaukonzentration höher als draußen. Und damit haben wir jetzt dieses Fließgleichgewicht. Ich habe es ja eben gesagt. Offenes System mit Fließgleichgewicht. Es strömen von innen immer rote Punkte nach, weil sie innen umgesetzt werden und es werden immer blaue Punkte weiter abgegeben, weil halt eben davon dann ein Überschuss entsteht durch die Umsetzung der roten Punkte. Und im Grunde ist das jetzt schon eine sehr, 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 sehr einfache Form der Ernährung unseres, naja, Proto-Organismus. Nehmen wir an, die roten Punkte wären nämlich was? Die Energie freisetzen, wenn sie in die blauen Punkte umgesetzt werden. Also sprich, die sind quasi Nahrung und Atmung zugleich, die roten Punkte. Heißt, unsere kleine Zelle hier hat damit einen Stoffwechsel. Sie isst, naja, und sie scheißt, indem sie sozusagen blaue Punkte abgibt. Das ist also so die Urform eines Stoffwechsels und vielleicht kann das tatsächlich so entstanden sein. Was aber wäre aber nicht dazu gekommen, wenn nicht dieser Katalysator zufällig da drin wäre, der drinnen einfach die Reaktionsgeschwindigkeit der Umsetzung von rote Punkte in blaue Punkte herabsetzt, also erhöht. Dass drinnen einfach was anderes abläuft als draußen. Das ist ganz, ganz, ganz elementar und hoffentlich soweit verständlich. Soweit würde das jetzt als Organismus in seiner derzeitigen Form tatsächlich schon so einigermaßen durchgehen. Das Problem ist jetzt bloß, dieser Zufall ist höchstens einmal entstanden. Wenn sich jetzt daraus sämtliche Lebewesen auf dem Planeten entwickeln sollen, ich habe es ja schon gesagt, dann brauchen wir irgendwas zur Speicherung und Weitergabe. Und dass sich jetzt dieser Grad an Organisiertheit in irgendeiner Form auf einer einfachen RNA, also ein Molekül, das quasi der Datenspeicherung dient, wenn man so möchte, dazu kommen wir nachher noch detaillierter, da drin durch Zufall gebildet hat, da müsst ihr euch das jetzt einfach mal merken, dass ich das für wahnsinnig unwahrscheinlich halte. Und wir gehen dann nochmal näher drauf ein, wenn es um die RNA geht, beziehungsweise wie überhaupt Informationen in Lebewesen gespeichert werden per DNA. Das ist nämlich ganz interessant. Das ist so komplex, dass ich es einfach mir nicht vorstellen kann, dass das per Zufall da passiert ist. Und dann soll durch Zufall auch noch all die anderen Peptide, Proteine und Enzyme entstanden sein, die dafür nötig sind, um die Informationen von der
um die Informationen von dem Informationsspeichermedium wieder abzulesen, sie umzusetzen, also die Arbeitsanweisungen, die da draufstehen. Und dann soll auch noch das ganze Ding durch Zufall in der Lage gewesen sein, sich zu reproduzieren, also plötzlich Flop zu machen und dann sind es zwei. Und das soll rein durch Zufall entstanden sein. Sehr, 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 sehr schwer vorstellbar. Aber natürlich muss man jetzt auch wieder sagen, dass natürlich wissenschaftlich gesehen die Option, dass es einen Gott oder irgend sowas in der Richtung gibt, irgendeine größere Macht, die sowas absichtlich hergestellt haben könnte, das ist einfach keine Option. Davon kann man nicht ausgehen. Man muss schon eine wissenschaftliche Erklärung suchen. Und die besteht einfach in eine unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit, also wirklich nur minimal höher als 0 mal paar Milliarden Jahre, also genau genommen zu circa 1,6 Milliarden Jahre Zeit, oder je nachdem, paar Millionen Jahre. Da kann man sich auch wahnsinnig streiten, über welchen Zeitraum das eigentlich abgelaufen sein soll. Ja, das ist jedenfalls, soweit ich es überhaupt erklären kann, der halbwegs sinnmachende Ansatz, wie das Leben entstanden sein könnte. Fazit: wir merken uns, wie wichtig eine Doppelmembran ist. Wir merken uns, wie wichtig ein Fließgleichgewicht ist. Die Rolle der Diffusion merken wir uns an dieser Stelle auch. Die wird uns noch lange, lange, lange begleiten. Und wir merken uns auch, dass wir keine Ahnung haben, wie es dann möglich war, dass sich ein Makromolekül zur Speicherung von Informationen gebildet hat. So, und damit Schluss.